Ja, Freunde, jetzt hier herzlich willkommen zum One-Taker-Video. Gerade ist es reingekommen. Werder Bremen sagt das Trainingslager ab. Das kam jetzt völlig aus dem Nichts. Habe ich gerade eben noch zugeschickt bekommen. Grüße gehen an der Stelle raus an den Weinzieh, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Werder Bremen sagt das Trainingslager ab. Das Trainingslager in Spanien wurde abgesagt. Der SV Werder Bremen hat kurzfristig das in Spanien geplante Trainingslager abgesagt. Bei den Corona-Testungen am Sonntagvormittag sind 5 positive Ergebnisse herausgekommen. Aus diesem Grund. Positiven Fälle warten. Ach, krass. Nach den positiven Ereignissen vom Sonntagmorgen war die Entscheidung alternativlos. Risiko nächste Tag. Ja, stimmt. Mit Pauli wären wir auch zusammen geflogen. Mit Pauli wären wir zusammen geflogen. Dann wäre es verantwortungslos gewesen. Okay. Wer ist denn alles positiv? Bei den Corona-Tests am Sonntagmorgen waren die Testergebnisse von Niklas Füllkrug, Manuel Bomb, Milos Veljkovic und Marco Friedel positiv. Alle 4 weisen keine Symptome auf und begaben sich direkt in häusliche Quarantäne. Neben Mitchell Weiser sind nunmehr 5 Spieler an Corona erkrankt, auch Reha-Trainer. Das ist natürlich sehr, 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 sehr scheiße und belastend. Vor allen Dingen, weil vorhin noch ein Video von der Deichstube auch hochgeladen worden ist, wo Niklas Füllkrug als Beispiel, der hier nicht dabei ist, Romano Schmid auch Handshake und die haben sich gedrückt. Und jetzt hat Niklas Füllkrug Corona. Das ist natürlich. Eieieiei. Ja, Freunde. Heißt Trainingslager abgesagt, Testspiele abgesagt, aller Voraussicht nach zumindest mal. Jetzt 5 positive Fälle. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen Sachen? Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Wisst ihr, was auch ärgerlich ist, dass der Autofuchs immer wieder kaputt geht hier. Ja, das ist eine sehr, sehr blöde Nachricht. Dazu kann ich gar nicht viel gerade sagen, außer dass Testspiele jetzt abgesagt sind und das Trainingslager abgesagt ist. Mehr können wir nicht sagen. Rest der Vorbereitung wird dann in Bremen abgehalten. Ist natürlich absolut scheiße. Vor allem gerade bei uns, wir wurden ja eigentlich die ganze Zeit sehr verschont damit. Jetzt 5 Fälle auf einen Schlag, das tut schon sehr, sehr weh. Eure Meinung mal in die Kommentare. Eieiei.